Die Frage von Philosophie und Religion ist eine sehr alte Frage und sie prägt das Leben und Denken von Hannah Gerl-Falkowitz, die wir heute würdigen mit dem Ratzinger-Preis. Es ist nicht nur die klassische Thematik der Fides querens intellectum, des Glaubens, der nach Vernunft sucht. Das hat sie auch aufgenommen aus ihrer katholischen Prägung und ihrer philosophischen Denkweise. Es ist vielmehr auch die Herausforderung der Moderne, die in ihrem Leben und Denken eine Rolle spielt. Die katholischen Autoren Romano Guardini, aber auch in dem Leben und Leiden Edith Stein und in der eigenen philosophischen Physiognomie öffnen dieses Thema auf Moderne und Postmoderne. Sie weiß als eine führende Intellektuelle des 20. Jahrhunderts und frühen 21. Jahrhunderts, dass es die großen Synthesen nicht geben kann, dass sie gebrochen sind und dass in dieser Brechung ein bewusster Anschluss an Tradition und auch eine Transformation von Tradition eine Rolle spielt. Es ist nicht zufällig, dass sie mit dem Preis nach dem emeritierten Papst Josef Ratzinger, Benedikt XVI., benannt wird, heute ausgezeichnet ist. Man nennt den Preis ja einen Nobelpreis für Theologie. Nobelpreis, das hat mit ihrem Format durchaus eine richtige Assoziation. Aber es ist eben nicht nur die Theologie, sondern es ist das Zwischenverhältnis von Glaube, Vernunft und Gegenwart. Da hinein gehört, und das möchte ich sehr betonen, dass dem Menschen eigentlich die großen theologischen Systeme nicht zugänglich sind, wenn er sie nur denkt, sondern dass er sie vollziehen muss in einer mystischen Schau und Annäherung an die eigene Biografie. Da spielen am Rande kanonisierte Autoren von großer Bedeutung eine Rolle, wie Nicolaus Cusanus und in der Gegenwart eben auch Romano Guardini, der niemals nur dem theologischen Portfolio angehört hat, sondern weit hinaus sich gewagt hat in Dichtung, in das Zwiegespräch mit der Musik und in all diese Zusammenhänge. Irgendwann hat Frau Gerl-Falkowitz nicht mehr nur darüber reflektiert, sondern sie hat auch Position bezogen als weibliche Denkerin. Das Zwischengespräch der Geschlechter, die Zwischenfelder, ohne zu einer abstrakten Genderistin geworden zu sein, hat sie zu einer Phänomenologin des Leibes werden lassen, der Geschichte, des Lebens. Kunst gehört dazu ebenso wie die Formen, die Aneignungsformen von Geografien, von Religionen, von Mythen. Sie rettet eigentlich in ihrem Leben und Denken all diese Zusammenhänge in unsere Zeit. Und sie diagnostiziert nicht nur eine postsäkulare Welt, sie wagt selber den Sprung. Hannah Arendt hat einmal über ihren Freund und Lehrer Karl Jaspers gesagt, wo Jaspers spricht, wird es hell. Ein großes Wort. Ich würde über Barbara auch sagen, es wird heller in unserer Zeit, wo sie spricht und lebt und sich zeigt.